Bei unadressierter Werbung tut man am besten so einen Kleber auf den Briefkasten, dass man es nicht will. Dann sollte das eigentlich funktionieren. Oder auch Gratiswerbungen, die man nicht will, könnte man auch drauf tun. Bei adressierter Werbung ist es ein bisschen schwieriger. Dort tut man entweder den der Brief hat geschickt, kontaktieren und abbestellen und sagen, man würde die Sendungen nicht mehr. Oder eine einfachere Möglichkeit ist, dass man einfach auf jeden Brief so einen Refusé-Kleber klebt. Und dann muss dann das Porto für die Rücksendung den zahlen, der ihm den Brief geschickt hat. Und das funktioniert sehr gut. Also dort werden nachher die Briefsendungen eingestellt. Der Refusé-Kleber ist nicht eigentlich rechtlich bindend, aber es ist natürlich sehr ärgerlich, weil sie dann müssen Porto zahlen müssen, weil so Zeug wieder zurückgeschickt wird. Und darum stellen sie es dann auch einstellen, die Sendung. Mhm. Und es ist halt einfach vielfach, weiss man gar nicht, wann ist die Adresse nachher weitergegeben worden. Also manchmal tut man halt versehentlich etwas anklicken oder eben nicht entklicken. Also es ist schon, das Kästchen ist schon gesetzt gewesen. Und das ist eigentlich schwierig herauszufinden. Also da kann man weder im Vorfeld noch im Nachhinein irgendwie sich klar werden, wieso die Adresse jetzt bei dieser Person oder bei diesem Anbieter gelandet ist. Wir empfehlen einfach, wenn so Sendungen kommen, wo man nicht will, dass man den Refusé-Kleber drauf tut und es wieder zurück in den Briefkasten tut. Im Prinzip schon. Also man kann ja jede Adresse anschreiben mit irgendetwas. Aber es gibt auch Rechtsprechungen, die sagen, mit Briefkasten seien so ein bisschen Privatsphäre und den dürfen wir nicht einfach nutzen, für unnötige Sachen zuzustellen. Gott zu klagen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man will jetzt das durchprozessieren, das empfehlen wir nicht, weil das braucht sehr viel Geld, Nerven und Zeit. Aber halt einfach wieder mit dem Refusé-Kleber die Post zurückschicken. Rechtlich ist nur gerade Spam, also das, was man im Internet bekommt, in Mails, ist geschützt. Da gibt es einen Artikel im Bundesgesetz gegen unlauteren Wettbewerb, der genau das verbietet, dass man unauffordert die Werbung so überkommt, eben zugespammt wird.